Hey ho, lieber Wolfsbudi, und willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Ich hoffe, es ist okay, dass ich letzten Part so geraged habe. Also, ja doch, ich habe schon geraged. Okay! Okay, gibt es hier keinen anderen Weg? Aufzug, gehst du auf? Okay. Ist hier durch? Leider nicht. Okay. Ja, nein! Jetzt! Ich tue, was ich kann. Hier ist überall Käse. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Die Türen sind offen. Welche Tür denn eigentlich? Ah. Okay. Ich muss das auf jeden Fall triggern. Oh. Ja, naja, ist in Ordnung. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Kuba ist irgendwie voll das komische, coole Roboterteil. Ja, genau, ihr ballert noch auf mich. Habt ihr sonst nichts Besseres zu tun? Fernes Spiel? Nein, danke. Ja, und die treffen auch noch. Die treffen überall. Jawohl. Ich habe die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Ich werde was gemacht. Du bist die bessere Runnerin, Faith. Und du bist ein Idiot, Icarus. Faith, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Google mir noch, was rumliegt, so geheimtechnisch. Aber echt cool, so die Aussicht und wie hoch das ist, gefällt mir. Guck, es kommt bestimmt ein kleiner Mini-Boss oder so. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Natürlich. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Natürlich, zweimal dieselben Idioten. Ich sehe eine Delinquentin. Das hier ist Sperrgebiet. Ach, wirklich? Control, fällt voller Sicht hier. Wir konnten sie eindeutig identifizieren. Ihr seid ja schlau. Mal nicht irgendwo hängen bleiben? Danke. Ja, darf ich mich auch mal bewegen? Anscheinend nicht. Okay, danke. Danke der Nachfrage. Okay, jetzt haben wir hier mal kurz. Weiß. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, ausweichen klappt ja wieder gut. Nice Combo Breaker hier. Ich hab gar nichts überwältigt. Das ist hier eine Tür. Das. Da verdient. Wow. Erstes gleich down, wenn wir Glück haben. Sieht gut aus. Ja, ne, was war das denn jetzt? Ich bin ausgewichen. Okay, den einen kriegen wir jetzt aber platt. Ja, genau. Ja, darf ich auch mal ausweichen? Gott. Das Kampfsystem ist einfach so broken.
Weißt du, ich habe schon wieder zugeschlagen und zugetreten. Aber das war wieder dem Spiel egal. Oh, ich sehe gerade auf der Karte, wie viele Einheiten wieder hier. Oh, den könnten wir jetzt mal eventuell erledigen. Voll. Ja, komm her, Großer. Zack. Und. Jawoll. Oh. Furchtbar. Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Zurück! Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Fate, wir töten keine Leute. Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Hier rum, okay. Bleib stehen! Oh, der hat aber echt eine gute Lungenkrankheit. Kat, also. Rede mit mir! Die ist auch ziemlich schnell hier runter gesurft. Okay, das ergab gerade alles Sinn. Das ergab definitiv Sinn. Ist ja nicht so, dass du hättest dich festhalten sollen oder hättest loslassen sollen zum rechten Zeitpunkt. Jetzt auch gedrückt habe. Vollgekehrt, ja. Da vorne stand sie von. Was? Was? Ach, jetzt landet man hier? Ach so, natürlich. Gerade eben konnte ich dafür nichts. Kat! Hör auf! Ich hasse dich! Hör auf, Kat! Ich heiße Isabel! Ist am Ende! Feuer! Nein, nein, nein!
verstehst es nicht. Ich muss es tun. Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Okay, das war's. Also ich fand den Ending-Song vom ersten Teil besser. Und ganz ehrlich, das ganze Spiel hat sich einfach nur wie ein riesiges Prolog angefühlt, was auch okay gewesen wäre, wenn es jetzt nur ein Prolog gewesen wäre von der Storytiefe her. Ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass es Mirror's Edge Catalyst 2 oder so, oder dann nicht Catalyst, sondern was weiß ich, Reflection oder irgendwas geben wird, weil es gibt noch so viele offene Fragen. Sie ja schon sagt, es ist nur der Anfang. Ich glaube zwar, es werden einige Fragen durch die Mission eventuell geklärt oder ein paar Fragen, aber ein paar sind jetzt einfach nur in der Hauptstory aufgetreten, wieder was die eine Doktorin da doch erwähnt hat mit Aris oder Aren oder was auch immer. Oder nee, was Plastic erwähnt hat, was es ja gehackt hat. Also wäre ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch ist. Das war eigentlich jetzt wieder ein kurzes Projekt. War ja schon fast abzusehen, weil Mirror's Edge 1 ist ja auf jeden Fall auch nicht so lang gelaufen. Wir hatten ja, glaube ich, nur 9 Parts. Ja, und ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Wir hätten vielleicht ein bisschen an der Steuerung feilen können, beziehungsweise das Kampfsystem. Das fand ich halt jeweils nicht so gut. Im ersten Mirror's Edge konntest du immer noch die Waffen mal aufheben, was zwar ein bisschen gegen Fate gesprochen hat, weil sie tötet ja nicht. Hier im Prinzip ja auch nicht gemacht hat, obwohl man schon sagen muss, wenn du eine Wache durch so stark trittst, dass die Wache mit dem Kopf durch die Wand geht und dann hängen bleibt, würde ich sagen, doch, ich glaube, Fate hat ein, zwei Leute getötet. Definitiv getötet. Aber man weiß es ja nicht ganz genau. Scheint der Part jetzt ein bisschen kürzer zu werden, außer das Outro geht jetzt noch eine halbe Ewigkeit. Ich fand auch die Sequenzen relativ kurz. Ich meine, beim 1er war es damals auch sehr kurz. Aber ich fand durch die Animation ein bisschen besser rübergebracht und storytechnisch um einiges besser rübergebracht. Hier war das irgendwie, wie gesagt, wie als wäre es ein Prolog für irgendwas. Und wenn sie jetzt wirklich noch einen zweiten Teil bringen, der nicht episch wird, dann weiß ich auch nicht. Da kommt es nur so vor und ihr denkt euch, Alter, was babbelt er da? Das war doch richtig gut und schießt mich tot und das hätte nicht besser sein können. Kann ja sein, das ist ja Ansichtssache. Es würde mich eure Meinung auf jeden Fall mal zu dem Spiel interessieren. Aber mein generelles Fazit oder Review, wenn du so willst, ist einfach, Mirror's Edge ist eine Serie. Eins von beiden muss man schon gespielt haben, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, ob das erste oder das. Die um Story geht oder eine um Story geht, würde ich eher sagen, das zweite jetzt, hier so Catalyst mal gespielt haben, weil ich ja davon ausgehe, dass sie das eventuell noch weitermachen würden. Ich hoffe ein bisschen tiefer. Irgendwie
War zwar eine schöne Welt mit den ganzen Weiß und alles, aber es war auch irgendwie so eintönig, so grau, also als wäre es nicht fertig. Und ja, storytechnisch ja sowieso, wie gesagt. Aber ich will das jetzt auch nicht ganz schlecht reden. Also es war natürlich, ich insgesamt fand es halt schon cool. Aber ich hätte mir mehr Tiefe erwünscht. Ich meine, klar, es ist jetzt kein RPG oder so, aber ich fand zum Beispiel Tomb Raider hatte auch mehr Tiefe, wenn du so willst. Und das war ja auch ein Action-Adventure. Auch nicht so schwer, ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Eher nur mehr Fragen ausgebracht, sage ich mal. Fragen gesamt aufgeworfen. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine insgesamt. Ich glaube, ich wiederhole mich so langsam, weil ich langsam auch nicht mehr weiß, was ich sagen soll, weil fehlen einfach, ehrlich gesagt, die Worte. Sowohl gute Worte als auch negative, also positive und negative Worte. Ich bin relativ neutral zu ihm eingestellt. Behaupten. Ich bin auch überlegen, ob ich nicht noch ein paar Missionen machen werde oder ob ich es lasse. Vielleicht in einem Stream oder so, das wäre vielleicht mal ganz nice. Könnte vielleicht mal so einen Stream machen, wo man ein paar offene Fragen stellen kann. Keine Ahnung, oder worauf ich auch mal gekommen bin, was ich öfters ja mal sehe. Ob euch zum Beispiel eine Roomtour, also was in dem Fall mein Wohnzimmer wäre, interessieren würde oder nicht. Aber da müsste ich auch wieder ein paar Fragen beantworten oder mir was überlegen. Nicht, dass das einfach so, das ist mein Wohnzimmer, zack und fertig. Muss ich vielleicht so ein paar, zwei, drei Objekte zeigen und ein bisschen weiter erläutern. Wie zum Beispiel das PC-Setup oder so, oder was haben wollt, ihr müsst das nur sagen. Das ist weniger das. Mache ich dann eigentlich gerne. Ich meine, theoretisch könnte ich das als 100 Abonnenten-Special machen. Weil ich hatte ja schon mal 100 Abonnenten, aber da wusste ich, dass das auf jeden Fall nicht konstant sein wird. 103 Abonnenten, das könnte, heißt, es könnte konstant bleiben. Natürlich wünsche ich mir noch mehr. Wer nicht? Aber, eigentlich froh, zumindest mit dir, Sumi, jetzt spreche ich dich mal direkt an, dass wir uns auch so ganz gut unterhalten und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Also, selbst wenn es plötzlich 3 Milliarden Abonnenten sind, ich weiß, sehr kleine Zahl. Ja, nee, dich habe ich ins Herz geschlossen, sage ich mal, als erster treuer Abonnent. Auch immer so sein. Also, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Falls ich überhaupt mal so viel Erfolg haben werde. Aber das liegt teilweise an mir, aber teilweise natürlich auch an Zuschauern oder an den Anführungszeichen Markt. Denn ich bin halt einer, der sich nicht verstellen möchte. Versuche das Ganze natürlich rüberzubringen. So ein bisschen in Gronkhs Richtung, jetzt aber nicht, weil ich sage, Gronkh ist das Nonplusultra, sondern weil mir die Art sehr gut gefällt und weil es eigentlich mich auch, sage ich mal, widerspiegelt. Auch diese ruhigere Art, wo halt manchmal vielleicht ein paar Ausraster mit bei sind. Aber ansonsten einfach, ja, einfach chillig, gemütlich sind. Fällt mir eigentlich ganz gut. Obwohl ich glaube, ich könnte nie so wie Gronkh, sage ich mal, bei The Sims eine Familie Schlümpel gründen und was weiß ich, eine riesige Backstory überlegen. Und ich vielleicht, ich weiß nicht. Wusste ich ja bis jetzt noch nie, weil ich vielleicht mal mir den Luxus nehme, mir einfach Spiele zu nehmen, die eine Story haben. Gut, jetzt kommt Minecraft irgendwann mal vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da bin ich ja auch noch gespannt, wie ich das insgesamt mache. Weil, keine Ahnung, da will ich eigentlich mit Leuten zusammen aufnehmen, weil alleine einfach so, ich, also dafür respektiere ich Gronkh übrigens, dass er so viele Parts Minecraft machen konnte und die Leute immer noch unterhalten konnte. Ich würde irgendwann nicht mehr wissen, was ich sagen soll. Ja, aber ich meine, gut, er hat sich unterhalten, indem man zum Beispiel gesagt hat: Kohle, 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 wir bauen Kohle ab. Kohle, 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 Kohle ist toll. Also, ich kenne den genauen Song jetzt nicht, aber allein, dass man damit schon die Leute so begeistern kann, mit einfach nur: Ich baue Kohle ab und sage einfach Kohle, 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 Kohle. Echt, ja. Insgesamt, ich glaube, mit einem Stück Plastik rum, was hier rumbleibt. Die ganze Zeit schon, weil. Ja, weil ich jetzt die Credits und nicht die ganze Zeit irgendwas laber.
auch gleich froh, dass die Aufnahmesession vorbei ist, weil dann kann ich meinen Ventilator wieder anmachen. Ach, mein bester Freund. Wegen heiraten. Na gut, das ist jetzt nicht gerade, aber ja. Guck grad so. Cam leuchtet, weil sie mit OBS verbunden ist und anders dadurch. Aber jetzt hat natürlich nichts aufnimmt, sondern eine andere Szene aufnimmt. Also aufnehmen würde. Und ja, wie fandet ihr das Ganze eigentlich in Anführungszeichen ungeschnitten? Weil ich habe hier einmal alles am Stück aufgenommen und nichts bearbeitet. Deswegen ja auch kein Intro, Outro, was auch immer. Hat euch das gefallen? Ich meine, der Vorteil ist halt gerade irgendwie, ich habe das Ganze in 1440p machen können, was eigentlich ziemlich awesome ist. Und das müsste ich mit meinem Schnittprogramm auch mal machen, aber ich habe immer dieselben Einstellungen genutzt wie seit Anfang an. Ich habe mich damit nie wieder befasst, weil teilweise finde ich das, es ist nicht kompliziert, aber es ist irgendwie manchmal sehr schwer da reinzukommen. Genauso wie Photoshop oder so. Ich habe jetzt ja Photoshop seit längerem. Und so, wenn ich mal was vorbereitet habe, ist es easy, aber wenn ich dann irgendwas ändern möchte, so nach 2 Monaten oder was Neues machen möchte, dann muss ich mir nochmal übelst Gedanken machen, wie das jetzt funktioniert hat oder wie ich jetzt die Schriftart so ändere, dass mir das, also die Schriftart jetzt nicht, aber die Effekte wieder reinbringe mit den Schlagschatten, mit dem Rand und dass die Farbläufe so ein bisschen sind von hell nach dunkel, weil ich das eigentlich recht schön finde. Und ich finde auch gerade momentan die Schriftart, die ich nutze, so die Art an sich eigentlich ganz hübsch. Ich denke auch groß genug, man kann es lesen. Und ja, jetzt bei Mirror's Edge habe ich ja versucht, und ich glaube, das werde ich hoffentlich auch durchbringen, dass ich halt den Titel, wie ich den Part nennen möchte, auch mit aufs Thumbnail geklatscht habe. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das allgemein fandet, das ganze Projekt. Gut, am Anfang natürlich die Soundprobleme, das tut mir auch leid, aber das Kuriose ist ja, beim Stream hat es ja auch nie so gewesen und ich habe die ganzen Stream-Einstellungen übernommen. Das war ja das Komische. Aber gut, ich hoffe, dass er insgesamt dann auch ganz gut das Projekt, ich hoffe, es hat einfach alles gefallen oder es war in Ordnung. Ich möchte ja auch Kritik, wenn er sagt, nee, die Thumbnails, die gingen ja mal gar nicht, die haben zu viel gespoilert oder die Schrift kommt mir ja eh nicht lesen, lass das weg, was weiß ich, wäre einfach so. Oder natürlich auch, war super, hat mir gefallen. Oder verstehe nicht, warum du nicht mehr Abonnenten hast. Wäre auch, also ich meine, habe ich früher mal gelesen, aber es war dann, wenn du in die YouTube-Gruppen von Facebook gehst. Und wenn du Glück hast, klicken sie mal drauf, aber meistens ignorieren sie das eh. Fragst nach Feedback, bekommst keins, aber gibt es jeden Feedback? Das mache ich mittlerweile natürlich auch nicht mehr, weil ich auch nicht aus den Gruppen austreten wollte, aber es noch nicht geschafft habe. Weil ich es einfach ganz lustig finde, wenn sich Leute mal wieder aufregen, was einfach auch schon so oft gemacht habe. Habe ja sogar eine eigene YouTuber-Gruppe gegründet. Die lief am Anfang auch ganz gut. Und dann kamen dieselben Idioten rein und haben nicht die Regeln gelesen und nur noch gepostet. Und die wurden dann gleich wieder gekickt. Ja, und die meisten haben dann mit YouTube wieder aufgehört, die in der Gruppe waren, weil sie einfach auch demotiviert waren. Was ich verstehen kann. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich auch nicht so motiviert, die ganze Zeit Videos zu bringen, wie ihr gemerkt habt. Weil einfach die Zuschauerbase nicht da ist. Dann teilweise man doch die Zeit besser anders nutzen möchte. Ich mache das gerne, es macht riesen Spaß. Ich mache es eigentlich auch gerne bearbeiten, aber wenn es halt jetzt mal nicht ist, dann ist es halt mal nicht so. Da auch, denke ich mal, in Ordnung. Wo habe ich denn Eck auf dem Tor? Da muss ich gleich mal sauber. Auf den weißen gerade so schön. Ich habe doch Wattestäbchen, aber nicht hier, die liegen drüben. Okay. Ein bisschen Wasser geht das weg. Sehr schön. Da unten nach einem Fleck aus, aber dabei ist es ja die Karte. Hey, dafür, dass das Spiel gar nicht mal so lang geht und eigentlich total schlecht programmiert ist, ist jetzt ziemlich viel drin. Wollen wir es eigentlich abbrechen, überspringen mittlerweile? Nee. Ich habe schon Angst, dass es sich wiederholt. Su Chu, Kieran Lee, Hao Shang, Matthew Olsen, Jia Wei Kwan, Sasuke Arena, Jessica Mukai, Laura Tecklemarin, EA Digital Platform Technologies, Tech Ops Europe, Hendrik Tillander, Anders Ekbund, Hendrik Sevenstedt, Architecture Director Tim Overend. Na gut, ich kann mir den Architektur-Fuzzi echt vorstellen. Oh, lass alle Gebäude weiß und da machst du mal ein bisschen schwarz dazu. Service Delivery.
Ach, packt mal irgendwo einfach unnötige Laufwege hin. Würde man sich mal wenden. Leute, das Kampfsystem ist scheiße. Auto-Based Service. Ja, und der Part, werdet ihr ja schon längst gesehen haben, werde ich wahrscheinlich The End oder so nennen. Das Ende ist. Überrascht, wie viel Stuss ich eigentlich, oder wie viel Zeug sich einfach ganz hätte. Aber. Meine Phrase. Es macht auch wiederum Spaß. In Anführungszeichen. Hobby. Ist ja nicht mein Job, weil ich verdiene ja im Gegensatz zu anderen Leuten damit kein Geld. Auch eigentlich so gut wie keine Videos Werbung drauf. Ich habe, glaube ich, auf die Heroes of Storm Werbung drauf. Und ich glaube auf ein, zwei League of Legends Videos. Aber auf Paragon zum Beispiel habe ich auch keine Werbung drauf. Erstens finde ich, lohnt es sich A nicht und B, ich ja potenzielle neue Kunden, also in Anführungszeichen Kunden, nicht verjagen, indem ich, oh, das ist ja Werbung. Ja, möchte ich darauf irgendwann Werbung schalten können, weil ihr wisst ja, mein Lebensziel oder nächstes Ziel ist irgendwie, ob das YouTube oder auch anders, so viel nebenbei zu verdienen oder so viel zu verdienen, dass ich nur noch halbtags arbeiten muss, um mir dann einen Hund zuzulegen. Aber das habe ich ja schon, glaube ich, oft genug gesagt. Aber das ist immer noch mein Ziel. Letzte Mal ein Golden Retriever, so wie wir es früher mal hatten, und ich fand ja. Vielleicht auch zwei Hunde, ich weiß es nicht. Zumindest ein bisschen beschäftigen, wenn sie alleine sind. Oder wahlweise möchte ich so viel verdienen, dass ich mir vielleicht ein größeres Grundstück kaufen könnte, mit als kleines Häuschen, mit einem großen Garten, den man halt gut einzaunen kann, und dann könnte ich mir auch Hunde zulegen, weil dann können sie zumindest tagsüber. Natürlich haben sie auch einen überdachten Bereich oder auch einen wärmeren Bereich, wie eine Hundehütte oder so. Zum Toben und rausgehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So ist es nicht. Obwohl mir Möglichkeit A lieber ist, also dass ich mehr Zeit für die Hunde habe. Auch wieder 8 Stunden bis 9 Stunden arbeiten muss. Ja, auch nicht so schön, wenn man dann nach Hause kommt. Dann geht man ein bisschen mit dem Hund raus. Dann muss man sich mit dem Hund noch beschäftigen, was ja vollkommen normal ist und auch, wie gesagt, mein Ziel ist. Aber dann kommt das andere dann irgendwann doch zu kurz. Könnte es werden. Ja, ich bin auf jeden Fall keiner, der das, den Hund dann abgeben würde, um zu sagen, nur weil ich keine Zeit mehr habe oder so. Hey, Faye Kingsley, Icarus, Jeff Burke. Boah, Jim Peary. Ja, irgendwie fand ich schade, dass Nora einfach so abgekratzt ist. Das ging mir irgendwie, keine Ahnung. Und mir gefiel auch, also irgendwie hätte man auch Icarus ein bisschen mehr. Anfang war es ja so eine Rivalität. Hätte man ein bisschen mehr machen können, dass man wirklich Wettrennen machen muss, aber irgendwie haben sie sich ja alle teleportiert, genauso wie Kate vorhin, die hat sich auch von A nach B, wupp, war sie weg. Genauso wie, ich muss denen helfen, wir stehen direkt auf, laufen und rennen müssen, weil alles einstürzt und sie hockt schon wieder im Flugzeug, das aus dem Nichts kommt, also ja, ich würde mich auch gerne teleportieren können, aber wir sind ja leider nur ein Runner, also sind wir was Schlechteres wahrscheinlich wie der Rest. Würde eigentlich ziemlich viel erklären. Ja. Wie viele Leute haben da drin bitte gearbeitet? Das dauert ja ewig. Special Fangs, da gab es ja auch schon. Ja, Capture Lab. Da wiederholt sich das mittlerweile. Kann ich Start drücken? Select, A, B, X. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugersack. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Ah ja. Also wäre was Zufall, weil ich Tasten gedrückt habe, aber eigentlich nicht. Ich habe vorhin auch schon mal Tasten gedrückt.
Hackett verfügbar, besiege Krug. Ja, jetzt haben wir beendet. Haben wir noch eine... keine offene Hauptmission mehr. Und noch ein paar Nebenmissionen und die ganzen Gridlicks, die automatisch aktiv sind. Wahres, ja, man konnte... aber ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Das vielleicht im Stream nochmal hier die ganzen Quests durchmachen. Was ist das? Gridnote. Ja, das könnte man, wie gesagt, vielleicht mal machen noch. Aber ansonsten... jetzt irgendwie noch. Dann anscheinend irgendwie nutzen kann, aber... gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Zu Halloween kommt auf jeden Fall Outlast. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.